Es freut mich ganz besonders, dass ich heute Abend auch hier wieder sein darf und etwas über mein Spezialgebiet, etwas Neues über mein Spezialgebiet Ihnen zu erzählen, über das elektromagnetische System, die elektromagnetischen Wellen. Ich möchte heute euch auf eine Reise nehmen und zwar zuerst etwas erzählen, die Grundlagen über das magnetische Licht und die elektromagnetische Welle, dann elektromagnetische Abläufe in unserem Körper, auch was es einen Einfluss hat auf unseren Geist. Und dann nicht zuletzt, wurde heute schon erwähnt, fünfte Generation Mobilfunk. Ich glaube, das ist etwas, was wir besprechen müssen, weil dies wird einen großen Einfluss haben auf unser Leben, größer in meinem, so wie ich das sehe, als die anderen drei Generationen, die wir jetzt zurzeit installiert haben. Die Auswirkungen technisch erzeugter elektromagnetischer Strahlung, um das zu verstehen, brauchen wir eigentlich gewisse Grundlagen und müssen wissen, wie unser Körper funktioniert. Wir müssen verstehen, was in unserem Körper abläuft und wir müssen verstehen, dass wir elektromagnetische Wesen sind. Es ist erstaunlich, wenn wir sehen, was diese kleinen Geräte alles können und was wir mit denen alles erreichen können. Die Wissenschaft, die Industrie, die Forschung hat das alles umgesetzt und vielfach haben sie aber nicht genau gewusst, wie es funktioniert. Es funktioniert, aber die Grundlagen, von denen sie ausgingen, sind falsch. Um zu verstehen, wie das alles funktioniert, müssen wir Religion und Wissenschaft verheiraten. Walter Russell in seinem Buch Geheimnis des Lichtes hat dies schon erwähnt, dass wenn wir nicht die Wissenschaft und die Religion wieder zusammenbringen, dann werden wir nie verstehen, wie das ganze Leben auf diesem Planeten, im ganzen Universum wirklich funktioniert. Weil wenn wir getrennt sind, fehlt uns immer ein Teil, ein Aspekt, den wir nicht uns ansehen. Darum in der Quelle, in Gott, liegt die Kraft. Die Kraft, alle Energie liegt in der Ruhe des einen magnetischen Lichtes. Es ist zu verstehen, dass das magnetische Licht, die magnetische Qualität, ist die Ruhe, ist keine Bewegung, ist wie ein Ozean, der ruhig ist, alles ist flach und in diesem Ozean, in dieser Ruhe, ist Gottes Wissen eingebettet. Wenn jetzt aber Gott beginnt, etwas zu erschaffen, dann geht alles mit Bewegung. Leben ist Bewegung. Erschaffen ist Bewegung. Das heißt, Gott drückt sein Verlangen des Geistes nach Manifestierung seiner Idee aus, indem er dieses Universum aus elektrischen Wellen erschafft. Das heißt, schon am Anfang, die absolute Grundlage ist elektrisch. Eigentlich könnten wir jetzt hier aufhören, weil wir sehen, wenn die Grundlage elektrisch ist, muss alles andere auch elektrisch sein. Wenn das Universum erschaffen wird, oder sagen wir eine Galaxie, dann geschieht das aus Bewegung. Aus dem magnetischen, ruhenden Licht wird durch Bewegung elektrische Wellen erzeugt und diese elektrischen Wellen, diese erschaffen. Hier habe ich ein Bild unserer Galaxie, der Milchstraße. Und wir sehen hier in der Mitte unser Sonnensystem, die Sonne. Und was bezeichnend ist, in der Natur liegt die Kraft in der Spiralform. Alles, was manifestiert, erzeugt wird, hat diese Spiralform hier. Man sieht das ganz speziell. Erzeugen geht durch Ausdehnen. Das heißt, wenn aus dem magnetischen Licht diese elektrischen Wellen kommen, dann gibt es immer einen positiven, einen negativen, einen männlichen und weiblichen Aspekt. Die Wellen dehnen sich aus, durch das Ausdehnen, der weibliche Aspekt, das Mutterlicht, entsteht Neues. Hier in diesem Beispiel der Milchstraße entstehen neue Sonnen, neue Erden und im Universum auch neue Galaxien. Aber wie alles im Leben wissen wir, es ist Leben und Tod.
Es ist Einatmen und Ausatmen. Es sind immer diese Balance von zwei Sachen. Das heißt, der Vateraspekt, das Vaterlicht, ist dann wieder einziehen zur Sonne, zum Zentrum. Wir sehen hier in der Mitte die Zentralsonne, das Männliche, das das Ganze wieder zu sich vereint. Wenn wir jetzt zu unserer Sonne gehen, in der weißglühenden Sonne, unserer Sonne, sind alle Ideen enthalten, welche die Erde kennt. Die Idee des irdischen Apfels ist in der Sonne, die des Baums mit seinem Holz und die des Veilchens am Waldrand gleichermaßen. Und genauso die kühle Erde mit ihren Flüssen und Bergen. Dies habe ich alles aus dem Buch von Walter Russell, Geheimnis des Lichtes, welches ich wärmstens empfehlen kann. Und dort ist noch viel, viel mehr drin. Aber was ich sagen will, ist, dass aus der Quelle, aus dem Zentrum, ist schon alles enthalten. Die elektrischen Wellen, die rauskommen, die weitergehen, die aufbauen, die dieses Universum manifestieren, haben schon die ganze Know-how oder das ganze Wissen eingebettet in diesem elektrischen Feld. Das Licht der Sonne wird erst unterteilt in seine viel scheinbaren getrennten Ideen, wenn es sich elektrisch von der Sonne aus fortpflanzt. Das heißt, wie erwähnt, wenn diese elektrischen Wellen ausgehen und dann Neues erschaffen wird. Neues erschaffen im Vater-Mutterlicht. Vater-Mutterlicht ist ähnlich, männlich-weiblich, schaffendes Licht, abbauendes Licht, positive, negative Elektrizität. Hohes Potenzial, niedriges Potenzial hat auch mit Elektrizität zu tun. Und etwas, was die Wissenschaft bis heute nicht erklären kann, ist die Schwerkraft. Der männliche Teil, einziehen, ist die Schwerkraft, das Ausdehnen ist die Strahlung. Wenn jetzt die Lichtstrahlen von der Sonne ausgehen, sich auf die Erde zu bewegen, dann ist von dieser komprimierten Kugel gehen die Strahlen aus, raus ins Weltall. Das Weltall hat ein riesengroßes Volumen, sie dehnen sich aus und sie verlieren sozusagen an Potenzial und Geschwindigkeit. Durch das wird die Energie mehr verteilt in diesem großen Volumen, darum ist das Weltall kalt. Wenn dann die Sonnenstrahlen auf die Erde treffen und ihre Polarität umdrehen und dann von der Erde sozusagen eingezogen werden, zurück zum Vater, zur Konzentration, wird das Volumen zusammengedrückt, die Geschwindigkeit geht schneller und darum ist es auf der Erde wieder warm. Für mich war das nur ein kleiner Ausflug. Ich verstehe es vollkommen, wenn ihr nicht alles verstanden habt, was ich gesagt habe. In diesem Buch ist noch viel anderes drin. Aber was es mir hier ging, ist, dass ihr versteht, dass unser Ursprung schon aus elektromagnetischen Wellen besteht. Werden wir etwas konkreter, wenn wir die Strahlung anschauen, hier, die auf die Erde kommen, dann sprechen wir ja immer von Licht, von sichtbarem Licht. Und mit sichtbarem Licht, sagen wir, ist ein Bereich von der Wellenlänge, von der Frequenz dieser eintreffenden Wellen, die wir sehen können. Aber eigentlich können wir gar nichts sehen. Was ist, ist, dass unsere Augen diese Wellen, die reinkommen, diese Wellen, die abgestrahlt werden, empfangen wie eine Antenne genau in diesem Bereich des Spektrums und die werden dann im Hirn umgesetzt. So wie ein Radio eine andere Frequenz empfängt, die umsetzt und dann ein Ton kommt. Wie ein Fernsehgerät eine andere Welle empfängt und dann die umsetzt. Immer darauf ankommend, was dann genau dieser Empfänger, auf was er abgestimmt ist. So wird unser ganzes Spektrum, unsere ganze elektrische Welt besteht aus der gleichen Wellen, die vom Ursprung kommen. Was wir machen, wir nutzen diese technisch und verändern sie auch. Wenn jetzt aber alles Wellen ist, so ist doch hier, das spürt sich nicht nach Wellen an, etwas Festes.
Wir haben heute auch von Elektronen schon gehört. Und das ist ein Modell eines Atoms und eines der Elektronen, die darum kreisen. Es ist so, dass die Elektronen, die um das Atom kreisen, sind eigentlich keine Teilchen, sondern sind auch Wellen. Vielleicht habt ihr schon von dem speziellen Doppelspaltexperiment gehört, dass die Physiker versucht haben herauszufinden, ist es jetzt eine Welle oder ist es ein Teilchen. Und je nachdem hat sich das Elektron als Teilchen oder als Welle verhalten. Aber grundsätzlich ist es eigentlich eine Welle. Eine Welle, und das ist auch aus dem Geheimnis des Lichts, wenn sich diese Welle in dieser Spiralform zusammenzieht und aufrollt, dann gibt es ein sogenanntes Lichtteilchen. Was aber spannend ist am Elektron und an der ganzen Frage nach der Materie, wenn ihr hier auf diesem Bild seht, hat es sehr viel leeren Raum. Und dieses Bild ist überhaupt nicht im Verhältnis gezeichnet, weil das kann man fast nicht. Weil da drin, in dieser Materie, die besteht zu 99,999% aus leerem Raum. Und da alles Wellen sind, da auch die Protonen, Neutronen im Grunde genommen keine Masse haben, ist die Masse, die wir hier sehen, oder das, was fest ist, wird aus Energie und Kräften zusammengehalten. Das hat schon Niels Bohr gesagt. Das heißt, unsere klassische Vorstellung von fester Substanz ist lediglich ein Produkt unserer Wahrnehmung. Und das, was wir in unserer Welt wahrnehmen, ist die Projektion von etwas viel Wirklicherem. Wieder zurück, viel Wirklicherem. Gott im magnetischen Licht in der Ruhe. Wir wissen selber, vielfach, wenn wir aufgeregt sind, in Bewegung, dann haben wir uns nicht unter Kontrolle. Wenn wir in die Ruhe kommen, zu uns zurück, dann finden wir zu unserem Selbst wieder. Aber jetzt, wenn ich diese Materie bauen will, hier auf der Erde, und alles aus Wellen besteht, und eigentlich die Materie nicht entsteht, ja, wie funktioniert denn das? Wie bauen wir denn den Menschen oder sonst etwas? Wo in der Natur ist denn der Bauplan abgelegt, um ein Tier oder ein Mensch aufzubauen? Ein bekannter Wissenschaftler, der schon früh gelebt hatte, anfangs 20. Jahrhundert, war der Harold Saxon Burr. Er hat schon als einer der Ersten herausgefunden, dass es ein sogenanntes elektrodynamisches Feld gibt, das hat er so genannt. Es gibt verschiedene, die in diesem Bereich geforscht haben und es gibt da verschiedene Namen für etwas Ähnliches, das man nicht genau beschreiben kann. Aber er hat eigentlich dieses elektrodynamische Feld bestimmt und zwar ist er durch ein ganz einfaches Experiment darauf gekommen. Er hat ein unbefruchtetes Salamanderei genommen und hat um dieses Salamanderei drum das Potenzial gemessen. Das heißt, die verschiedenen elektrischen Werte hat er gemessen und hat gesehen, dass er Plus, Minus und verschiedene starke Spannungen oder Potenzial erhalten hat. Und als er das alles zusammengetragen hat, hat er gesehen, dass um dieses unbefruchtete Ei rum eigentlich schon die Form des Salamanders entstanden ist. Und es ist ein unbefruchtetes Ei. Das heißt, der Bauplan liegt nicht in der DNA, sondern im Feld darum. Das hat dann auch ganz kürzlich in den USA ein anderer Forscher aufgenommen, das ist der Dr. Michael Levin von der Tufts University in Boston. Und er wurde beeinflusst von Forschern, die das elektrische Verhalten im Körper schon lange untersucht haben. Er hatte mal ein Buch gefunden auf einem Markt, hat das gelesen und war so angetan von dieser Idee, dass er angefangen hat zu forschen. Was er gemacht hat hier, er hat so einen Flachwurm genommen, heißt das, und hat ihn halbiert. Und ein Flachwurm oder ein Wurm, wissen wir, hat ein sehr gutes Regenerationsverhalten. Das heißt, wenn er halbiert wird, wächst ein Schwanz oder ein Kopf nach. Jetzt hat er ihn halbiert und hat den einen Teil, dort wo er halbiert ist, in eine Flüssigkeit getan, die unterbindet, dass elektrische Ströme fließen.
Das heißt, er hat das elektrische Feld oder die Elektrizität in diesem Wurm unterbunden oder abgeändert. Und was dabei rauskam, wie ihr auf diesem Bild seht, es sind zwei Köpfe oder zwei Schwänze gewachsen. Und zwar ohne, dass an der DNA etwas verändert wurde. Was jetzt aber ganz wichtig ist, als er diesen Wurm wieder halbiert hatte, ohne weiteren Einfluss, ist diese Programmierung geblieben und es sind weiterhin zwei Köpfe und zwei Schwänze gewachsen. Das heißt, der Einfluss, den wir haben, wenn wir mit elektrischen Wellen oder elektromagnetischen Wellen bei uns, vielleicht in unserem Körper, etwas verändern, das nur so klein ist, kann es sein, dass diese Programmierung beibehalten wird. Es ist aber nicht nur so, dass dieser Wurm elektrische Funktionen hat, schon die kleinsten Bakterien kommunizieren untereinander elektrisch. So in einem Biofilm wurde untersucht, an der Universität von San Diego. Und das sind alles wohlverstanden sehr aktuelle Studien. Diese ist von 2017, die vordere ist auch von 2017. Es scheint zurzeit sehr ein spannendes Feld zu sein, zu forschen. Also man hat untersucht und diese Biofilme haben sie herausgefunden und gesehen, dass die miteinander kommunizieren, dass sie neue Bakterien rekrutieren in der Umgebung auch von anderen benachbarten so Biofilmen. In diesem Bakterienumgebung, wenn das schon alles elektrisch ist, wie funktioniert das dann in der Zelle, unserer kleinsten Einheit und wichtigsten Einheit, um unseren Körper zu bauen? In der Zelle, diese hat ein elektrisches Zellgedächtnis. Die menschlichen Körperzellen nehmen ihre mechanischen Aufgaben auf elektrischem Weg wahr und reagieren auf die elektrischen Signale, die von außen kommen. Das heißt, es werden die Signale, die von außen kommen, wie wir jetzt auch bei den Bakterien gehört haben, werden in der Zelle verarbeitet und es findet eine Kommunikation auf elektrischem Wege statt. Hierzu möchte ich euch einen kleinen Filmausschnitt zeigen. Bruce Lipton hat hier ein paar wichtige Aussagen gemacht, die für meinen weiteren Verlauf des Vortrags wichtig sind. Ich möchte sie kurz zusammenfassen. Und zwar, die Intelligenz liegt in der Membran. Aber was noch wichtiger ist, ist, dass das Überleben der Zelle letztendlich davon abhängt, ob es die äußeren Impulse empfangen kann. Das heißt, ob die Kommunikation mit den anderen Zellen auch wirklich funktioniert. Sie nehmen die Signale auf und jetzt, was wirklich wichtig ist, wir sind keine biochemischen Maschinen, sondern wir sind die Erschaffer unseres eigenen Lebens und unserer eigenen Welt. Das heißt, was wir denken, was wir von uns halten, wie wir sind, beeinflusst unser Wesen und wird auch in der DNA oder so umprogrammiert. Das hat auch damit zu tun, was wir denken von uns und wie wir uns verhalten, direkt mit der Kommunikation mit anderen Menschen. Und diese Kommunikation mit anderen Menschen läuft über das menschliche Herz, welches das größte magnetische Organ in unserem Körper ist. Dieses magnetische Organ ist wichtig, um die Kommunikation, die zwischenmenschliche Kommunikation, sagen wir, auf einer anderen Ebene als der Sprache aufrechtzuerhalten. Wir wissen ja selber, dass wir manchmal das Gefühl haben, schon jemanden gesehen zu haben oder manchmal, dass wenn wir die Sprache hören, dass irgendwo noch dass die Worte eines anderen Menschen bei uns vielleicht komisch ankommen, obwohl rein von den Worten her gesehen, dass sie eigentlich etwas Gutes sein müsste. Es gibt eine andere Ebene der Kommunikation. Und zu dieser anderen Ebene habe ich auch noch ein kleines Filmausschnitt. Es wurde hier in diesem kurzen Ausschnitt von kohärenten Wellen gesprochen und inkohärenten. Oben seht ihr ein Beispiel von einer inkohärenten Welle von Frustration, von negativen Gedanken, von Irritation. Und wenn solche Wellenbilder dann ausgesendet und empfangen werden, dann kann man sofort feststellen,
was die andere Person für einen Gemütszustand hat, ohne mit ihnen zu sprechen, weil das empfangen unsere Herzen. Unten sehen wir ein schönes Signal, sagen wir, ein positive Emotionen mit Liebe, die auch ausgestrahlt wird und ganz ein anderes Bild gibt. Hierzu ein kleines Beispiel von der elektromagnetischen, von dem Mobilfunk her. Der Herr Rösti hat vorhin von einem Kleber gesagt, der darauf geklebt hat auf den Mobilfunk und dann war das neutralisiert, wenn ich den richtig verstanden habe. Es gibt auch viele Firmen, die verkaufen so Chips und Kristalle und solche Sachen. Und die Idee dort dahinter ist nicht, dass das Feld, dass diese Strahlung schwächer wird, weil die immer noch gleich ist. Aber die Idee ist, dass man hier ein kohärentes Signal hinkriegt. Ein Signal, das positiv wirkt. Ein weiterer Aspekt, der sehr wichtig ist, ist das Gleichstromsystem in unserem Körper. Wenn wir eine Verletzung haben, wird das gemeldet über die Meridiane ins Gehirn. Und im Gehirn wird ein sogenanntes Verletzungssignal, das empfangen wird, umgesetzt. Und es werden Reparatursignale über die Nervenzellen zurück an den Ort geschickt, wo diese Wunde entstanden ist, diese Verletzung, damit sie geheilt werden kann. Dieses System in unserem Körper, das Nervensystem, hat auch einen sehr großen Einfluss auf uns, auf die Qualität, auf die Körperenergie, die wir haben, die wir ausstrahlen, auf den Gesundheitszustand, den wir haben aktuell. Damit ihr wisst, von was ich spreche, was diese Körperstrahlen sind, diese Körperenergie, nochmal einen kleinen Ausschnitt. Wir haben jetzt in den vergangenen Minuten verschiedene Sachen gehört, die wichtig sind. Einerseits durch unser Denken können wir beeinflussen, wie es uns geht, die Zellen, der Zustand unseres Körpers. Andererseits hier auch, wenn wir sind wie Antennen im Feld, wir nehmen die Energie auf. Wenn wir nicht genügend Energie haben, können wir auch nichts absenden. Das heißt, es gibt eigentlich zwei Aspekte, die wichtig sind für unseren Einfluss der elektromagnetischen Strahlen, respektive der Mobilfunktelekommunikation. Wir kommen jetzt in Richtung dieser technischen Einfluss ein bisschen. Wenn wir hier, das ist ein Bild von einem Strahlen, See, Meer, wenn man sagen will, das ist von einem Künstler, damit ihr euch vielleicht etwas vorstellen könnt. Wenn ihr in einem solchen Feld steht, dann funktioniert euer Körper wie eine Antenne. Ihr nehmt diese Energie auf. Und das ist ganz einfach, das können wir zu Hause messen. Jeder, der ein sogenanntes ganz einfaches Voltmeter hat, mit oben noch der Frequenzanzeige hier, kann das machen. Oder ich habe es auch hier, wenn jemand Interesse hat, das zu testen oder auch seine Körperspannung zu messen, kann nächsten Tage an den Mikrowellentisch kommen. Wenn ich jetzt hier, ich bin zu Hause, habe ich dieses Messgerät, das ist ein ganz normales Voltmeter mit einer Stange, einer kleinen Antenne, wie es aussieht, eingesteckt und habe es hingestellt. Ich habe hier eine Spannung gemessen und etwa 18,7 Hertz, also die Frequenz, das war zu Hause. Und es hat immer geschwankt, je nachdem. Es ist ja überall elektromagnetische Strahlung und es wird aufgenommen. Ich habe das Messgerät so hingestellt, dass es möglichst weit weg war von irgendwelchen elektrischen Leitungen oder elektrischen Geräten. Was ich dann gemacht habe, ich als Antenne bin hingestanden, ohne das Messgerät zu verschieben und habe meine Hand hier in die Nähe gehalten. Aber ich habe sie nicht berührt. Und durch die Strahlung, die ich von dieser Umgebung aufgenommen habe, die ich weitergegeben habe über meinen Körper, hier zu dieser Antenne, habe ich hier genau 50 Hertz erhalten. Das heißt, ich habe hier ein bisschen höhere Spannung, die Energie, die ich übertragen habe, 50 Hertz, das ist die Frequenz von unserer Hausinstallation. Das heißt, dieses kleine Experiment zeigt ganz deutlich, wie der Körper diese Energie aufnimmt und weiterleitet. Diese Energie, die aufgenommen wird, die beeinflusst uns. Die beeinflusst die Zelle, die beeinflusst alle diese elektrischen Abläufe im Körper, die ich vorhin erwähnt habe. Sie beeinflusst aber auch ganz speziell
unsere Mitochondrien in den Zellen, welche die Kraftwerke sind der Zelle. Und wenn diese Zellen oder diese Mitochondrien gestört werden, dann kann die Zelle auch nicht mehr richtig arbeiten und wir fühlen uns müde, depressiv, haben keine Energie. Wenn wir keine Energie haben und uns schlecht fühlen oder nicht stark genug, hat das wieder auf eine Auswirkung auf unsere Körperspannung, auf die einzelnen Zellen. Weil unsere Körperspannung wird zusammengesetzt aus den Spannungen, die die Zelle hat. Jede Zelle hat eine Spannungsdifferenz, die aufrecht erhalten werden muss, damit sie in einem gesunden Zustand ist. Es gibt zwei wichtige Wirkungen elektromagnetischer Strahlung, die wir unterscheiden. Das eine ist die thermische Wirkung. Die thermische Wirkung ist diese Wirkung, die die elektromagnetischen Strahlen, insbesondere Mikrowellen, auf das Wasser hat. Das heißt, das Wasser wird erwärmt, wenn wir es einer gewissen Leistung elektromagnetischer Wellen aussetzen. So funktioniert der Mikrowellenofen beispielsweise. Ich habe auch eine kleine Animation, um zu zeigen, wie das genau abläuft. Wir haben hier diese Moleküle, die Wassermoleküle, das sind Dipole. Und wenn jetzt die elektromagnetische Welle kommt, die ausgerichtet ist, dann bewegen sich diese Moleküle, je nachdem, nach welchem Potenzial hier diese Welle kommt. Und durch diese Reibung der Moleküle untereinander entsteht Reibungswärme. Reibungswärme erhitzt das Wasser. Das ist so, wie unsere Mikrowelle funktioniert. Aber dieses Prinzip funktioniert nur mit Wasser. Das heißt, wenn ihr etwas in die Mikrowelle hättet getan, wie soll ich jetzt sagen, als ihr noch eine Mikrowelle hattet, als ihr das versucht hattet, das in die Mikrowelle zu tun, muss das so ausdrücken, da ist es so, dass natürlich nur Sachen, die Wasser enthalten oder Wassermoleküle enthalten, dieses Prinzip nach funktionieren und entweder schmelzen oder auch verdampfen. Alles andere, das in die Mikrowelle getan wird, ohne Moleküle, das bleibt normal bestehen. Was wichtig ist, diese thermische Wirkung, dieses Erhitzen der Wassermoleküle, funktioniert ja auch beim Mensch, weil wir bestehen ja aus 70-80% Wasser. Das heißt, wenn Mikrowellenstrahlung uns trifft, werden auch wir erhitzt. Das ist sehr wichtig, weil die aktuellen Grenzwerte, die der Staat und die Industrie festgelegt haben, genau auf diesem Prinzip sind. Das ist der kausale Zusammenhang, wo man sagt, so viel an Mikrowellenstrahlung erhitzt das Wasser um so viel. Also, das ist der kausale Zusammenhang. Wir dürfen nicht mehr als 1 Grad Körpertemperatur erreichen und darum ist nur so viel Mikrowellenstrahlung erlaubt. Aber was viel wichtiger ist die biologische Wirkung. Die biologische Wirkung, von welcher wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, respektive die Mikrowellenstrahlung, die elektromagnetische Strahlung beeinflusst eben diese ganzen Körperabläufe und unterbindet die Kommunikation oder verhindert die Kommunikation beispielsweise zwischen den Bakterien, beispielsweise zwischen den Zellen und kann so ganz subtil und langsam zu Krankheiten führen. Zusammenfassend, unsere Zellen können umprogrammiert werden, und zwar durch 2 Arten. Einerseits, wie wir gehört haben, vom Michael Levin, der durch elektrische Signale die Zellen umprogrammiert hat, und andererseits Bruce Lipton, der herausgefunden hat, dass die Zellen durch Gedanken beeinflusst werden können. Bruce Lipton hat auch gesagt, es sind die kleinen, subtilen Energien, die Tiefen, die die Zellen beeinflussen. Wenn wir starke Strahlung haben, macht das denen nichts, weil sie wie nicht hinhören. Das heißt, dieser biologische Effekt kann schon bei kleinsten Energien Wirkung zeigen, weil eben die Zellen auf diese kleinen Energien reagieren. Wenn wir jetzt das alles zusammentragen, müssen wir eigentlich zwangsläufig auf den Schluss kommen, dass die technisch erzeugte elektromagnetischen Wellen und die gedanklich erzeugte bioelektrischen Felder können diese Zellen umprogrammieren und beeinflussen. Diese 2 Sachen sind eigentlich ein Angriff auf unsere Zellen, wenn man dem so sagen kann. Einerseits der technische Angriff der Strahlung
Kopfschmerzen, Tumore, Schlaflosigkeit und was wir schon vielfach vielleicht gehört haben. Und dann der mentale Angriff im Sinn von, was ist denn der Inhalt, der über diese Technologie einerseits übertragen wird und was macht dieser Inhalt mit uns? Das ist die Ablenkung, Probleme, Ausgrenzung. Und das werden wir auch morgen in einem Vortrag noch weiter vertieft hören. Aber wichtig, sehr wichtig sind diese beiden Sachen zu verstehen, weil die sich gegenseitig unterstützen, um die neuen Mobilfunknetze auszubauen. Und wieso das? Weil die Mobilfunkkonzerne sagen ja uns immer, sie hätten zu wenig Kapazität, sie müssen neue Antennen bauen. Neue Antennen, die sie bauen, brauchen wir nicht, um E-Mail zu lesen. Wir brauchen sie nicht einmal für Social Media oder für Sachen, wie soll ich sagen, Webbrowsing oder so. Hier, man kann es vielleicht nicht lesen, für Software-Updates oder File-Sharing, das sind nur kleine Anteile. Was in den kommenden Jahren sehr stark wachsen wird, sind Videos. Dieser Bereich ist Videostreaming, einzig und allein Videostreaming. Das ist Videostreaming, vielleicht Netflix, die Ihnen das sagt. Das sind Videos, die man selber aufgenommen hat und verschickt. Oder das sind auch Videos von YouTube zur Unterhaltung der Menschen. Ein großer Teil ist Unterhaltung. Das heißt, eigentlich bräuchten wir keine neuen Antennen, weil wir haben genügend Kapazität, weil diese ganzen Videos müssten wir wahrscheinlich nicht jetzt über diese Mobilfunknetze verschicken. Aber vielleicht eben doch, weil wenn ihr dann einmal beim Papst seid in Rom, dann wollt ihr ja wahrscheinlich sicher eure Lieben daheim Anteil haben an dieser Messe auf dem Petersplatz. Und das seht ihr heutzutage, jeder hat sein Smartphone, da wird fotografiert und da wird vielleicht nicht nur fotografiert, sondern direkt via Mobilfunk, Videostreaming in irgendein anderes Land gemacht. Und das ist das, was unsere Daten hochtreiben. Das hilft den Mobilfunkkonzernen, die können sagen, hey, es wird ja gewünscht, wir müssen ausbauen. Ein ganz wichtiger Aspekt, ein wichtiger, sehr wichtiger Aspekt, und das ist ein frontaler Angriff auf, sage ich, unsere Gedanken, ist, was in der Vergangenheit sehr stark zugenommen hat. Das ist Pornografie auf dem Smartphone. Wenn ihr hier seht, 2008 1%, 14 56%, 17 schon 75%. Das heißt, es ist immer mehr und einfacher verfügbar für Jugendliche, für Kinder, harte Pornografie auch gratis auf diesen Webseiten über ihr Smartphone runterzuladen und anzusehen. Diese Statistik kommt von Pornhub, das ist eine der größten Webseiten, die Pornografie anbietet. Gleichzeitig habe ich auch noch eine Studie gefunden von Deutschland, von den Universitäten Münster und Hohenheim. Und die haben untersucht, wie ist das Verhalten von Jugendlichen betreffend Pornografie und haben gesehen, dass der Durchschnitt schon mit 12,7 Jahren in Kontakt kommt. Der Erstkontakt zu 50% ist ungewollt. Das heißt, wenn die Kinder surfen mit ihren Mobile Phones, dann kann es sein, dass sie 50% von ihnen auf einer solchen Seite landen, ohne dass sie es wirklich wollen. Und was noch wichtig ist, es handelt sich hier nicht um ein randständiges Mediennutzungsphänomen, es ist vielmehr eine weit verbreitete Form der jugendlichen Mediennutzung. Alexander Markowitz hat gesagt, dass Kinder wachsen heute in einer Welt auf, in der soziale und digitale Medien 24 Stunden am Tag verfügbar sind. Wenn sie erwachsen sind, können sie sich nicht mehr vorstellen, dass es auch nur eine Stunde ohne geht. Ich hatte letzten Donnerstag, etwa um die gleiche Zeit, einen Kurzvortrag in einem Ort in der Schweiz, wo es darum ging, eine Mobilfunkantenne in der Kirche aufzustellen. Und da war auch Swisscom, der größte Anbieter in der Schweiz, dabei. Und die hat eine Studie oder hat ihre Daten gezeigt. Und die zeigen wunderbar, dass die Jugendlichen die größten Konsumenten sind, respektive die haben den größten Anteil am Datenverkehr auf dem Mobilfunknetz. Und was Swisscom gesagt hat, ist, dass dieser Datenverkehr, der wird weitergehen, wenn die Jugendlichen älter werden. Das heißt,
Wenn wir jetzt bei der Elterngeneration tiefen Datenverkehr haben, wird dieser Datenverkehr über die Jahre gleich bleiben, respektive zunehmen, weil die Kinder der Kinder ja auch durch das animiert werden und dieser Datenverkehr weiter zunehmen wird. Aber wie sollen es denn die Kinder lernen, wenn es die Politiker hier in Deutschland schon vormachen? Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt oder kennt. Das ist ein Werbeplakat von der FDP. Digital first, Bedenken second. Hier die Politik, ganz klar auch in der Schweiz, will Digitalisierung durchsetzen, will sie vorantreiben. Und um das machen zu können, gibt es einen weiteren Angriff, und zwar auf unsere Grenzwerte. Die Internationale Kommission für nicht ionisierende Strahlung, die ist aktuell zurzeit daran, einen neuen Vorschlag zu unterbreiten für die Grenzwerte. Und zwar, weil der 5. Generation in einem ganz anderen Frequenzband liegt als die anderen, und jetzt müssen sie oder wollen sie dort neue Grenzwerte vorschlagen. Aber was noch wichtiger ist, ist, dass die WHO hat auch eine Initiative gestartet. Wohlverstanden, die WHO, die für unsere Gesundheit zuständig ist, ist der Meinung, dass all die verschiedenen Grenzwerte in der Welt, weil es gibt ja noch Länder, die fortschrittlich sind und tiefere Grenzwerte haben, als offiziell definiert oder vorgeschlagen ist, die Leute verwirren. Das heißt, die Leute könnten ja auf die Idee kommen, die Menschen, dass wenn es tiefere Grenzwerte gibt, dass die elektromagnetische Strahlung vielleicht schädlich sein könnte. Darum hat die WHO eine Initiative gestartet, um diese Grenzwerte zu harmonisieren. Sprich, wahrscheinlich die oberste Limite anzunehmen, dass alle Länder die gleiche haben. Eine weitere Organisation, die International Telecommunication Union, hat an die EU geschrieben und gesagt, dass gewisse Länder in Europa, vor allem auch die Schweiz, Paris, eine Stadt, Russland, Polen, Italien, noch Grenzwerte hat, die unter der Norm liegen, die die EU vorschlagen. Also die Norm ist die EU und die Organisation für nicht ionisierende Strahlung und auch die IEEE-Richtlinien in den USA, die schlagen höhere Grenzwerte vor. Und jetzt sagt diese International Telecommunication der UNO, der EU, bitte harmonisiert die und sagt diesen Ländern, dass sie ihre Grenzwerte erhöhen müssen. Und auch in der Schweiz sieht es nicht ganz anders aus. Die Schweizer können sich vielleicht erinnern, dass der Ständerat schon zweimal abgelehnt hat, dass man die Grenzwerte erhöhen soll. Und die zuständige Bundesrätin, die Ministerin, die zuständig ist für den Mobilfunk, hat dann im anderen Rat, im Nationalrat gesagt, erstens hoffe ich, dass das Parlament gescheiter wird. Das war in einer Fragerunde über die Mobilfunkstrahlung und sie ist sehr gar nicht erfreut, dass der Ständerat dagegen war, die Mobilfunkgrenzwerte zu erhöhen, weil, und jetzt kommen wir zu diesem wichtigen Thema, dass den Ausbau der 5. Generation nicht gefährden, aber verkomplizierter und verteuern würde, weil sie werden es bauen sowieso. Wieso 5G? Was bringt 5G? Wir hatten vorhin von diesem ganzen Videostreaming gehört, das heißt, 5G, mit 5G kann die Kapazität erhöht werden für Datenübertragung. Es ist so, wenn ihr eine volle Autobahn habt und alle Fahrspuren voll sind, was macht ihr? Ihr baut einfach neue Fahrspuren, damit es breiter wird, damit man schneller fahren kann, damit mehr Autos durchfahren können. Die 5. Generation Mobilfunk basiert grundsätzlich auf der alten Technologie von der 4. Generation, hat aber einige Erweiterungen und Anpassungen. Und die möchte ich euch kurz erklären, weil die sehr wichtig sind. Einerseits breitere Frequenzbänder und höhere Frequenzen. Ich habe vorhin das Beispiel der Autobahn gezeigt. Wenn ihr eine Stadtautobahn habt und rechts und links Häuser, könnt ihr die Autobahn nicht erweitern. Das heißt, was ihr machen müsst, ihr verlegt diese ganze Autobahn irgendwo ins Land, wo keine Häuser stehen. Und dort könnt ihr eine viel breitere Autobahn bauen als in der Stadt. Das macht man mit 5G. Man geht in einen Frequenzbereich, der noch nicht so groß besiedelt ist, wenn nicht genutzt wird. Dort hat man ein sehr großes Gebiet definiert
Und dort fängt man jetzt an, große Autobahnen zu bauen. Diese großen Autobahnen oder diese großen Höhenfrequenzen, die haben dann ganz kurzwellige Strahlung, weil ihr vielleicht wisst, dass umso schneller die Frequenz die Welle ist, umso kürzer kommt sie wieder beim Nulldurchgang durch und kürzer ist die Strahlung. Das hat einen sehr großen Einfluss auf unsere Gesundheit, was ich nachher erklären werde. Der zweite Teil ist die neue Netzwerkarchitektur, welche auf kleinen Mikrozellen basiert, auf kleinen räumlichen geografischen Bereichen. Und der dritte ist, das ist die neue Antennentechnologie, sogenannte Massive MIMO, also Multiple Input, Multiple Output mit Beamforming. Tönt jetzt ein bisschen komisch, weil das ist etwas, was euch die Industrie dann immer sagen wird, dieses Beamforming. Ich möchte euch dann wirklich zeigen, um was es da geht, weil das wichtig ist. Gehen wir schnell zurück zu den Frequenzen und Frequenzbändern. Wir haben einen Bereich von 6, von 3,5 je nachdem, 6 bis 100 GHz ist reserviert für das 5G. Und die Idee ist, dass man in Zukunft dort wirklich gross ausbauen kann. In der Schweiz, Deutschland wird aktuell das Netz mit 700 und mit 3,5 GHz gebaut. Respektive sind jetzt Testversuche da. Mikrowellen, sogenannte Millimeterwellen, die über 6 GHz sind, im 5G-Netz genutzt werden, die dringen hier nicht in den Körper ein, sondern werden auf der Haut absorbiert. Hier die alten Generationen 2, 3, 4G, die werden hier absorbiert und die Energie wird mehr verteilt im Körper. Hier wird die ganze Energie konzentriert auf der Haut und die Haut kann sich so schneller erwärmen. Was das genau heißt, weiß noch niemand. Es gibt eine oder zwei Studien, die haben negativen Einfluss auf die Schweißdrüsen untersucht und gefunden. Aber was ich vermehrt gesehen habe, ist, dass bei diesem 5G viele Ärztevereinigungen sehr aktiv sind und warnen vor der Einführung von 5G. Solche kurzwelligen Millimeterwellen werden auch als Armeewaffen gebraucht. Es gibt Armeewaffen, wo man Mikrowellenstrahlung auf Leute schießen kann und innerhalb Sekunden wird ihre Haut verbrannt. Die haben dann eine viel stärkere Energie natürlich, aber es gibt solche Waffen. Gleichzeitig werden diese kurzwelligen Energie oder Strahlen auch einen größeren Einfluss auf unsere kleinen Insekten und Tiere haben. Weil ein optimales Verhältnis, um die Energie zu absorbieren, hat mit der Wellenlänge zu tun. Und umso kürzer diese Wellenlängen werden, umso eher fallen die in den Bereich der Größe von Bienen zum Beispiel. Und diese Bienen haben dann eine optimale Empfangsqualität für die Energie zu absorbieren bei diesen 5G-Wellen. Das zu den Frequenzen. Jetzt etwas zur Architektur. Ihr kennt diese Architektur, ist vielleicht auch ein bisschen familiär. Wir haben hier eine große Antenne und die strahlt dann in Häuser und über den ganzen Bereich. Das sind die alten 2, 3 und 4G-Netzwerke hauptsächlich. 5G sieht ein bisschen anders aus. Wie ich gesagt habe, man konzentriert sich, man geht in diese in die kleinen Bereiche. Aus verschiedenen Gründen. Einerseits, weil diese kurzwelligen Wellen die Hindernisse weniger durchdringen. Und ich habe von jemandem gehört, dass sie in England angefangen haben, Wälder oder Bäume entlang von Eisenbahnlinien abzuholzen, weil sonst die Bäume im Weg stehen, um diese 5G-Wellen durchzulassen. Ich habe schon auch gehört, dass in Deutschland in gewissen Gärten oder so auch begonnen wurde abzuholzen, weil das 5G wird gestoppt durch Mauern und auch durch Bäume. Was ihr hier seht, was wichtig ist, es wird viel mehr Antennen geben auf kurzen Distanzen. Das heißt, dies wird eine Zunahme haben und die sehen vielleicht so aus. Hier auf einem, das ist eine 5G-Antenne oder dann hier in einem Straßenlaterne, hier eine 5G-Antenne. Es wird auch schwierig sein herauszufinden, ob es jetzt eine Antenne ist oder nicht. Die werden einfach hingestellt. Und die werden frisch fröhlich vor sich hin strahlen. Etwas zur Technologie. Wir sehen hier eine 5G-Antenne, ein Paket. Das hat hier jedes kleine Feld, hier ist eine Antenne für sich. Das heisst, dieser Block hier hat 64 Antennen, 64 Strahlen. Und der Grund, wieso das so ist, ist, um das sogenannte Beamforming zu erreichen. Dieses Array oder dieses Feld hier, von diesen 8
Antennen wird dazu benutzt, um die Wellen zu lenken, elektrisch. Vodafone nutzt das, um Werbung zu machen. Und wenn ihr das Vodafone-Werbevideo anschaut, kommen sie und sagen, 5G ist super, weil wir haben Beamforming. Das heißt, Beamforming heißt, wenn ihr mit dem Mobilfunk unterwegs seid oder als Empfänger, dann folgt euch der Strahl. Er folgt euch, ihr habt dann optimale Abdeckung, das ist das eine. Und was man aus diesem Bild eigentlich ableiten könnte, ist da, hier zwischendrin, habt ihr gar keine Strahlung. Das heißt, ist ja eigentlich optimal, weil dieser Beam, der kommt direkt zum Empfänger und hier ringsum wird nichts geschädigt. Das ist aber nicht so. Wenn ihr diese Animation anschaut, von oben senkrecht auf eine Antenne runter, da seht ihr hier ein Beam, der wandert. Dieser Beam, der wird elektrisch erzeugt, der kann hin und her wandern, aber alles, was da ringsrum ist, ist sozusagen verschwendete Energie oder Nebenstrahlen, Nebenkeulen, die ins Feld rausgestrahlt werden. Das heißt, es stimmt, dass man einen Beam hat, der optimal diese Daten überträgt, der auch in diesem Bereich sehr stark ist, vielleicht sogar stärker, um die Grenzwerte einzuhalten, aber ihr habt viele Strahlung, die nebendurch noch kommt. Und was jetzt ganz speziell ist, solch eine Antenne hier hat dann eigentlich ein ganz großes Feld, das diese Strahlung raussendet. Ich habe vorhin erzählt, dass diese ICNIRP, diese Organisation, neue Grenzwerte definiert. Das Neue an diesen Grenzwerten ist, dass ihr zwei verschiedene Grenzwerte haben werdet. Einerseits für die generelle Bevölkerung und andererseits für die Arbeiter. Wieso für die Arbeiter? Es gibt viele Anwendungen oder es wird Anwendungen geben. Eine wurde aktuell umgesetzt in der Schweiz, in einer Produktionshalle, in einer Firma, wo 5G eingesetzt wird, um Maschinen zu steuern. Um das effizient machen zu können, brauchen Sie ein relativ starkes Netzwerk in dieser Umgebung, bei diesen Maschinen. Und darum hat man die Grenzwerte einfach hochgesetzt und sagt, für Arbeiter gelten höhere Grenzwerte. Ihr seid dann aber auch 8 Stunden vielleicht an der Arbeit. Noch kurz, wieso wollen wir 5G? Ich glaube nicht, dass ihr 5G wollt. Und ich glaube auch nicht, dass ihr es braucht zum Videostreaming. Wer 5G will, ist hauptsächlich die Industrie für das Internet der Dinge. Das heißt, in Zukunft werden Maschinen, wie ich schon erwähnt habe, es wird viel mehr verknüpft miteinander, zusammengetragen. Und es ist nicht so, dass die Leute das nicht nutzen oder nicht wollen. Wir haben viele, wenn ihr diese Statistik anschaut, das ist 2000 Befragte in Deutschland, sie benutzen schon viel mehr diese ganzen Gadgets, die vernetzt sind, die zum Beispiel smarte Beleuchtung, smarte Thermostat, die zu sogenannten Smart Home gehören. Das heißt eigentlich ein funkgesteuertes Haus, wo alles automatisch abläuft. Und wie dann das funktioniert, für das habe ich auch einen kleinen Film mitgebracht. Das Internet der Dinge, die Zunahme der Geräte, die am Internet angehängt werden, wird sich sehr stark zunehmen in Zukunft. Wenn ihr hier seht, das ist die Zunahme der mobilen Telefone. Die wird bis 2023 kaum zunehmen, aber alles andere wird enorm zunehmen, was dieses Netz nutzen wird. Das heißt, es ist ein Netz für die Industrie, für das Internet der Dinge und nicht wirklich für die normale Anwendung. Kurz zusammenfassen. Die 5G-Strahlung kommt zur aktuellen Strahlung der drei bestehenden Netze hinzu. Das heißt, die Strahlung, die wir haben, die verschwindet nicht, die wird nicht ersetzt. Zumindest noch jetzt nicht. Wie lange das geht, weiß ich nicht, bis sie die alten abbauen. Die kommt zusätzlich. Vor den Auswirkungen der hohen Frequenzen auf die Menschen haben schon viele Ärzte gewarnt. Wegen der 5G werden die Grenzwerte erhöht. Vor allem für die Arbeiter, es werden neue eingeführt. Die neuen Möglichkeiten von 5G und dem Internet der Dinge, Internet of Things, werden die Menschen noch abhängiger machen. Das heißt, es werden noch mehr Gadgets, noch mehr Sachen auf den Markt kommen, die man nicht braucht. Ferngesteuerte Autos, habt ihr daran alles gehört, selbstfahrende Autos. Es wird eine Unmöglichkeit an Sachen geben und es wird
sehr positiv verkauft werden. Und die Gesundheitskosten und die Kosten von Naturkatastrophen werden weiter steigen, weil diese ganze Strahlung ja nicht nur auf den Menschen einen Einfluss hat, sondern auch auf die Natur. Aber, ironisch gesagt zum Schluss, das ist alles gar kein Problem, weil wir haben ja E-Health in der Zukunft. Das heißt, wir werden alle einen Chip implantiert haben und wenn wir uns unwohl fühlen, wird das sofort weitergemeldet über das Internet an ein Center, das dann diese Daten auswertet und unsere Insulinpumpe über den Mobilfunk richtig einstellt. Oder wir werden dann automatisch aufgefordert, vielleicht zum Arzt zu gehen oder es kommt dann ein Notfallkrankenwagen vorbei. Und da muss ich jetzt da immer an dieser Stelle, kommt immer mein lieber Satz, dass ich dem Lukas sagen muss, seine Profession wird in Zukunft nicht mehr gebraucht werden, weil die Ingenieure werden das voll im Griff haben. Aber alles, was ihr jetzt gehört habt, alles, was ich euch gesagt habe, ist die Frage, wie gehen wir mit dem um? Wenn wir diese ganzen Technologien nutzen, zu viel nutzen, zu intensiv nutzen, dann einerseits unterstützen wir dann die Argumentation, dass weiter ausgebaut werden kann und andererseits tun wir unserem Körper auch nichts Gutes an. Das heißt, es ist dann schlussendlich unsere Entscheidung, wie die Zukunft aussehen soll. Es kommt darauf an, wie wir mit dem umgehen, ob wir wissen, was die Zusammenhänge sind und was alles passiert. Viele Leute sagen mir dann, ja, was kann ich machen, was soll ich machen, wie kann ich mich schützen? Diesen Teil habe ich jetzt hier bewusst weggelassen, weil das würde zu weit führen und alle, die interessiert sind, können an den Mikrowellenstand kommen und ich werde ihnen helfen, zu sagen, wie zu schützen. 5G. Es ist so, dass die 5G-Wellen schwer durch Mauern durchgehen. Das heißt, im Haus sollte man eigentlich geschützt sein oder besser geschützt sein als die anderen, für die anderen Frequenzen. Aber nützt uns das etwas? Weil wir gehen ja sowieso raus, wir gehen sowieso in diesen Wellensalat. Das ist das eine. Und das andere ist, wir sprechen immer von uns, von den Menschen, wie kann man sich schützen? Es ist aber noch viel anderes auf dieser Welt. Tiere, Natur, die können sich nicht schützen. Die sind voll dieser ganzen Sache ausgesetzt. Darum bin ich der Meinung, die beste Unterstützung, die wir auch bieten können, ist, dass wir versuchen, möglichst gesund zu leben, möglichst unseren Körper und auch unseren Geist gesund und fit zu halten und dann die Leute und die Menschen informieren, was wirklich abgeht. Versuchen zu verstehen, was los ist. Einfach die Information, dass dieses verbreitet wird. Und wir haben am Anfang gehört, alles kommt aus Gott, wir kommen aus Gott, das Elektrische, aus elektrischen Wellen, aus dem Göttlichen. Das heißt, wir dürfen nie unsere Fähigkeiten unterstützen, denn wir sind durch Gottes Energien schaffen und haben den gesamten kosmischen Plan in uns enthalten, den es gilt, hier auf dieser Erde zu manifestieren und wieder umzusetzen. Danke.